Tagesrucksack, Kamerarucksack, Trekkingrucksack. Es gibt 1000 verschiedene Rucksackarten. Besonders wenn es auf Reisen geht, war lange der dicke Backpacking-Rucksack das Go-To. Immer mehr Menschen wollen jedoch leichter und unkomplizierter unterwegs sein, auf kürzeren Daytrips genau wie auf längeren Reisen. Abhilfe verschafft hier ein Handgepäckrucksack. Doch wenn man sich in die Materie einarbeiten möchte, dann wird man regelrecht mit Modellen überschwemmt. Woher soll ich also wissen, welcher Rucksack genau zu mir passt? Ich war in den letzten Jahren oft auf Reisen, von kleineren Trips bis hin zum monatelangen Unterwegssein. Mittlerweile weiß ich, worauf es bei der Wahl des richtigen Handgepäckrucksacks ankommt und worauf du auch achten solltest, bevor du einen kaufst. Lass uns reinstarten. Noch ein Hinweis vorab, alle Rucksäcke, die ich im Video vorstelle, die findest du auch unten in der Videobeschreibung. Ich bin 2016 auf meine erste große Reise nach Australien gestartet und da hatte ich nochmal einen fetten Deuter-Backpack mit dabei, weil man das ja eben so macht, wenn man auf sein Backpacking-Abenteuer startet. Was ich nicht wusste ist, das Teil, das wog tatsächlich einiges, als ich es mitgeschleppt habe und Chaos im Innenleben war natürlich auch vorprogrammiert bei so einer Größe. Mittlerweile weiß ich, je mehr Platz man zur Verfügung hat, desto eher füllt man ihn mit Stuff, den man gar nicht braucht. Wie zum Beispiel eine dritte Badehose oder einen vierten Bikini. Letztes Jahr, da sollte es für mich dann wieder für mehrere Monate auf Reisen gehen und da war mir schon relativ schnell klar, so nicht nochmal. Jetzt muss irgendwie was anderes her. Und da ist mir wieder etwas eingefallen, was mir ein Freund erzählt hatte. Der reist nämlich nur noch mit Handgepäck seit Jahren und ich dachte mir, vielleicht ist es jetzt eine Zeit, genau einmal das auszuprobieren. Diese drei Vorteile haben dazu geführt, dass ich mich für einen Handgepäckrucksack entschieden habe. Erstens. Zeitersparnis am Flughafen. Reisen mit Handgepäck ermöglicht es dir, den Check-in-Schalter direkt zu skippen und zur Sicherheitskontrolle durchzugehen. Und auch wenn du den Flieger wieder verlässt, alle anderen müssen erstmal auf ihren Koffer warten, du kannst direkt durchmarschieren. Zweitens, Flexibilität und Mobilität. Mit Handgepäck ist einfach alles einfacher. Angenommen, du bist im Zielland angekommen, bei mir war es zum Beispiel auch letztes Jahr in Südostasien so, dass man ja auch mal mit Öffis vor Ort reist, mit Bus oder mit Bahn und wenn du dann einen riesen Rucksack hast, dann blockiert das immer direkt einen ganzen Sitz neben dir oder du musst es irgendwo verstauen, wo du es gar nicht in Sichtweite hast. Und wenn du ein Handgepäck hast, einfach zack, einmal unter den Sitz und so easy ist es. So ist es einfach viel einfacher, wenn ich jetzt wieder an meinen Deuter denke, ne, so ein dickes Ding, das braucht immer die Extrawurst. Und dann lieber mal ein bisschen kleiner und dann läuft das Ganze auch geschmeidiger. Drittens, Kostenersparnis. Viele Fluggesellschaften erheben Gebühren für aufgegebenes Gepäck. Wenn du hier mit Handgepäck reist, dann sparst du da auch Kosten. Auf meiner letzten Reise alleine, da habe ich um die 150 bis 200 Euro gespart, weil ich mit Handgepäck gereist bin. Doch wie finde ich jetzt den passenden Handgepäckrucksack für mich? Schauen wir uns das doch einmal an. Wahl deines Handgepäckrucksacks. Um mehrere Rucksäcke miteinander vergleichen zu können, hat mir die Firma Inatag diesen Rucksack hier zur Verfügung gestellt. Das erweitert die Möglichkeit, euch heute verschiedene Rucksäcke vorstellen zu können, aber ich werde trotzdem auch ehrlich meine Meinung dazu sagen, was ich über diese Rucksäcke denke. Die Wahl deines richtigen Handgepäckrucksacks hängt von verschiedenen Faktoren ab. Größe. Bei der Größe, da kommt es natürlich auf individuelle Vorlieben an, aber ein wichtiger Punkt, den man natürlich einfach beachten muss, ist, okay, wie sehen eigentlich die Anforderungen der Fluggesellschaften aus? Eine maximale Größe von 55 x 40 x 20 cm wird oft akzeptiert, aber auch hier gilt es wieder, check da am besten die Richtlinien deiner Airline. Spezielle Anforderungen. Bei der Wahl des richtigen Rucksacks, da hängt es natürlich auch davon ab, was willst du eigentlich damit machen? Was willst du damit anstellen? Und wenn es natürlich um eine Abenteuerreise geht, ein Tracking-Abenteuer und du willst irgendwie unterwegs sein im Dschungel, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn das Ganze in irgendeiner Form robust oder wasserabweisend ist. Während zum Beispiel ich als ein digitaler Nomade, wenn ich unterwegs bin auf Reisen und da auch Videos produziere, die auch irgendwo schneiden muss. Dementsprechend brauche ich ein Laptopfach in meinem Rucksack. Also da zu schauen, was genau brauche ich, welche Features sind für meine Anforderungen gerade wichtig, das ist ganz wichtig, das im ersten Step eigentlich zu checken. Bequemes Tragen. Ich glaube, jede und jeder von uns hatte schon mal im Leben einen Rucksack auf, wo man am Ende des Tages den Rücken einfach in die Tonne kloppen konnte. Nacken verspannt und Rücken richtig im Arsch. Kein schönes Gefühl, keine Freude kommt auf. Deshalb Obacht! Schaut darauf, dass euer Rucksack gute Gurte hat. Schultergurte, aber auch Brustgurte und im besten Fall sogar Hüftgurte. Auf längeren Strecken, da ist der Hüftgurt mittlerweile bei mir zum Muss geworden. Und von meinen Rucksäcken hat tatsächlich nur einer diesen Hüftgurt und das ist der Osprey. Features zur Organisation.
Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie unterwegs zu sein mit deinem Rucksack und dann geht erstmal das große Gewühle los und alles ist chaotisch und du hast überhaupt gar keinen Plan mehr, wo ist eigentlich was. Eine gute Organisation ist daher unerlässlich. Dementsprechend, beim Inattack haben wir hier relativ viele Möglichkeiten, Dinge zu verstauen. Wir haben einmal, das ist natürlich auch sehr wichtig, zum Trinken hier an der Seite eine Trinktasche. Ich habe jetzt keine Wasserflasche dabei, aber eine Sojasauce, die tut das ja auch, kann man ja auch mitnehmen. Passt hier also wunderbar rein. Hier oben haben wir ein Reißverschlussfach, da kann dann zum Beispiel sowas wie eine Sonnenbrille rein. Zack, und hier auch noch ein größeres Reißverschlussfach. Und da ist sogar einiges an Platz drin. Also hier können wir noch sehr viel verstauen. Und dann haben wir schon so viel verstaut, ohne überhaupt das Hauptfach jemals geöffnet zu haben. Beim Inattack, da lässt sich das Hauptfach ganz einfach wie ein 20-Zoll-Koffer einmal um 180 Grad öffnen und ermöglicht so ein einfaches Verstauen und Reisen. Eine Kunststoffschale hält die elastischen Kompressionsriemen, um ihre Sachen während des Transports in perfekter Ordnung zu halten. Zusätzlich befinden sich zwei Fächer innerhalb des Rucksacks, die für ein 12,9 Zoll iPad und einen 17,3 Zoll Laptop geeignet sind. Auch ein Anti-Diebstahl-Reißverschluss auf der Rückseite sowie ein Kartenfach und eine Sonnenbrillenhalterung am rechten Schultergurt sind vorhanden. Beim Osprey, da sieht das ähnlich aus. Da haben wir hier sogar zwei Netztaschen vorne. Da passt eine Wasserflasche tatsächlich rein. Voll wird es allerdings, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn der Rucksack innen schon relativ gefüllt ist, dann passt die Flasche nicht mehr so lockerflockig rein. Das ist ein kleiner Minuspunkt, finde ich, beim Osprey. Wenn man also viel Wasser mitnehmen will, muss man es dann doch drin verstauen, weil es hier draußen ein bisschen zu locker ist, die Taschen. Der Osprey Farpoint 40, der lässt sich auch einmal um 180 Grad öffnen. Und auch hier haben wir eine Schale und können den Inhalt dann mit Gurten befestigen. Auch im Farpoint 40 ist Platz für einen Laptop und den kann man dann ganz einfach hier reinpacken. Und jetzt am Ende nochmal Butter bei den Fischen. Selbst wenn das Ding absolut funktional ist und du einen richtig tollen Rucksack dir da eigentlich ausgeguckt hast, sieht das Ding scheiße aus, verlässt du damit nicht das Haus. Stil und Design spielen natürlich eine Rolle. Der Osprey, den nutze ich nicht unbedingt im Alltag und den Inattack eben auch weniger, sondern da habe ich noch einen anderen, mit dem ich dann durch die Stadt radel. Der wiederum auf Dauer, wenn ich damit unterwegs wäre und den jetzt auf Reisen nehmen würde, würde aber auf ganzer Linie scheitern, weil der hat überhaupt keine Gurte, kein Brust- und auch kein Hüftgurt und Tragekomfort. Ja, da wären wir wieder bei der Rückensache. Wenn ich die beiden jetzt hier so vergleiche, dann würde ich sagen, dass der Osprey tatsächlich nach wie vor mein Favorit ist, was den Tragekomfort angeht, einfach weil er einen Hüftgurt hat, weil er noch ein bisschen geschmeidiger sitzt für längere Touren und da eben auch beim Wandern eine richtig gute Performance liefert. Während das der Inattack einfach tatsächlich ein Reiserucksack ist, ein klassischer, das heißt, den habe ich nicht 24/7 die ganze Zeit auf. Der sitzt trotzdem bequem und hat aber auch noch einiges mehr an Taschen und Features. Muss ich sagen, die ich echt schätze, im Gegensatz zum Osprey, der dann doch ein bisschen minimalistischer gehalten ist. Hier passt viel rein, hier kann ich viel verstauen und das hier, das ist ein guter Rucksack, um länger unterwegs zu sein. Dementsprechend werde ich beide einfach im Einsatz haben, immer zu unterschiedlichen Zwecken. Und am Ende könnt ihr euch dann natürlich selber ein Bild machen, was passt zu euch, was ist euch besonders wichtig. Das ist ja dann doch immer eine sehr individuelle Sache. Und am Ende liegt, ja, geht es natürlich auch um den Preis. Da liegt der Inattack auf jeden Fall im moderaten Bereich zwischen 70 und 80 Euro aktuell und der Osprey, der ist dann tatsächlich auch schon doppelt so teuer. Aber ja genau, dann wird sich noch auf jeden Fall über kurz und lang zeigen, wie gut ist die Qualität der beiden Rucksäcke. Dazu wird es auf jeden Fall noch ein Update geben. Also werde ich mit beiden Rucksäcken noch in 5 Jahren rumlaufen? Das werden wir sehen. Also, das waren jetzt einmal zusammengefasst die wichtigsten Kriterien, um dir eine Orientierung zu geben, worauf es bei der Wahl des richtigen Rucksacks ankommt. Achte auf die richtige Größe, den Tragekomfort, die Organisation, die Sicherheit und auch den Stil des Rucksacks.
Die für mich wichtigste Frage vorab sollte immer sein, welche Features brauchst du eigentlich für genau deinen Zweck? Dafür habe ich im Video bereits ja auch 2, 3 Rucksäcke gezeigt. Die findest du unten nochmal in der Videobeschreibung. Check die Links auf jeden Fall aus. Und bevor die Frage aufkommt, und die wird wahrscheinlich aufkommen, Dennis, wie sieht es denn jetzt aus? Du bist doch nicht nur mit dem Handgepäckrucksack unterwegs, du bist auch Kameramann. Was ist mit Kamerarucksäcken, wenn du länger reisen gehst? Was ist mit Trekkingrucksäcken, Fahrradfahren und so weiter? Es wird noch ein Video dazu kommen tatsächlich, wo ich einen umfassenden Rucksack-Guide einmal zusammenstelle. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal und dann sehen wir uns hier ganz bald wieder und ich freue mich darauf.